Hi und guten Tag. Howdy. Und Gude. Ich grüße euch. Neue Ausgabe, ne? Hier, Shogi Banogi Daily. Mahlzeit. Ne? Heute am 15. Dezember haben wir wieder Angeberwissen für euch dabei. Und der Marc fängt an mit? Ja, mit einem Geburtstagskind natürlich. Mhm. Am 15. Dezember 1928 wurde Friedensreich Hundertwasser geboren. Friedensreich ist echt Friedensreich. Ein Name. Friedensreich Hundertwasser. Aber Hundertwasser kennt man natürlich. Ja, Hundertwasser man kennt diese Häuser und Gebäude. Ne? Ja, ja, also er war ein Künstler natürlich. Ja. Ne? Aber Friedensreich. Sehr farbenfroh. Ja, sehr farbenfroh. Ja. Ne? Aber ach so, ich sehe gerade auf meinem Monitor, der hieß ja eigentlich Friedrich Stohwasser. Friedensreich Hundertwasser war nur ein Künstlername. Okay. Friedensreich Künstlername. Ja. Na gut. Ja gut, das ist wie bei mir mit meinem Künstlernamen. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich mich Christian Euro nennen Herkules soll. Adonis. Alter. Was soll ich sagen? Passt halt zu mir, ne? Kann ich bitte neu Weltraumpräsident Superstar Meckhammer geil. Ja, genau. Am 15. Dezember 1939 war die Uraufführung von, ich sage jetzt den Originaltitel, ja. Gone with the Wind. Oh! Vom Winde verweht. Oh! Ja. Das Theaterstück. Genau. Das Theaterstück. Das Theaterstück. Das Theaterstück, ja. In Atlanta, in den USA. 1939 war da die Uraufführung. 1939 war bestimmt da auch schon Kassenschlager. Ja. Das ist ja, die Verfilmung war ja später. Ich glaube, das ist der Film, der, glaube ich, bisher weltweit am meisten, wenn man das wieder umrechnet, dann auf heutige Währung, am meisten eingespielt hat. Echt? Ja, ja. Ich meine, okay. Ich habe letztens irgendwas gehört. Okay. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr erfolgreich. Am 15. Dezember 1939. Ja, am 15. Dezember 1791 tritt in den Vereinigten Staaten von Amerika die Bill of Rights in Kraft. Bill of Rights. Mein lieber Scholli. Alter ist Vater. Ist das nicht diese Bill of Rights, ist das nicht hier das mit der Verfassung und so, dass jeder das Recht hat, zu machen, was er will? Naja, zu machen, was er will, würde ich jetzt nicht sagen, aber hier so diese ganzen, ja, Bill of Rights, ja klar, dann die Rechte, ne? Die Rechte der Amerikaner wurden 1791, das ist ja Wahnsinn. Wenn ihr wisst, was es mit der Bill of Rights genau auf sich hat und vielleicht sogar einige Passagen davon zitieren könnt, wie auch immer. Auswendig könnt, schreibt es uns mal in die Kommentare. Ne? Lasst uns nicht dumm sterben, genau. Sondern schreibt mal rein, was ihr darüber wisst. So machen wir es. So machen wir es. Alles klar. Ja, na dann. Macht's gut. Tschö. Tschö.